Irgendwo vor Irland zieht ein Sturm auf. Deshalb holt die Joseph Ruti II, eines der größten und ältesten Fischfangschiffe Europas, lieber schnell ihr Netz ein. Der Seegang und die Wellen sind enorm. Noch kann man fischen, aber es ist gefährlich. Im Moment geht's, aber mehr darf es nicht werden. Das Problem ist die Sicherheit der Jungs, aber wir mögen die Gefahr. Während die Crew an Deck mit den Wellen kämpft, rüsten sich die Männer auf der Brücke für einen anderen Kampf. Verbotene Fanggebiete seit dem Brexit und die Konkurrenz anderer Schiffe machen ihnen das Leben schwer. Ich kann in keine Richtung manövrieren. Mal habe ich sie Backbord, mal Steuerbord. Die 50 Männer auf der Joseph Ruti II gehen für 40 Tage oder länger auf See. Sie lockt das Versprechen auf einen guten Lohn und das Abenteuer. Dafür akzeptieren sie diesen Knochenjob auf dem Schiff, auf Fangfahrt in den rauesten Gewässern des Nordatlantik. Vor 5 Tagen ist das Schiff in Saint-Malo ausgelaufen. Nun erreicht es das Fanggebiet. Kapitän Alain und Leutnant Lionel müssen den Launen des Meeres trotzen, Fischschwärme finden, aber auch die neuen Regeln beachten, die Europa seit dem Brexit aufgestellt hat. Den Fischen sind diese Grenzen natürlich egal. Die Quadrate, die man hier sieht, sind Fanggebiete. Hier sind wir in Zone B. Das grüne Quadrat ist Zone J. Dann gibt es ein rotes Gebiet, da liegt Zone A. Hier sind die Fanggebiete aufgeteilt. Wir müssen täglich aufzeichnen und den Behörden nachweisen, wo wir gefischt haben. Für den Fisch ist das alles Wasser. Auf der Suche nach Nahrung wechselt er die Gebiete. Er kennt keine Grenzen. Als letzter Lebensmittelsektor, der Wildbestände nutzt, musste die Fischerei lange keine Rechenschaft ablegen. Durch die Einführung von Quoten und Fanggebieten und die wiedererlangte britische Souveränität über ihre Gewässer ist das Schiff in seinem Aktionsradius jedoch eingeschränkt. Treibstoff und Lebensmittel reichen für 50 Tage. Erst mit vollem Laderaum fährt es zurück. Gleich werden wir sie sehen. Wir sind fast da. Wenn das Schiff dort ist, tauchen sie auf. Um 3 Uhr morgens sieht Alain auf einem der Bildschirme einen Fleck. Einen Fischschwarm in 600 Metern Tiefe. Ich hatte nicht mit so vielen gerechnet. 4700 sind fast 9 Kilometer. Und kein Ende in Sicht. Da kommen noch welche. Alain schläft nie. Von seiner Fähigkeit, Fische zu orten, hängt der Lohn von 50 Männern ab. Es ist eine mühsame Suche in den Tiefen des Ozeans, mit ein paar Instrumenten und mit Jagdinstinkt. Wir sind fast gerettet. In den nächsten Tagen dürften wir jedenfalls nicht verhungern. Nicht verhungern. Die flapsige Redensart spiegelt die Gefühle der Fischer in dieser unsicheren Branche wider. Das Schleppnetz ist seit mehreren Stunden im Wasser. Jetzt ist es voll und kann eingeholt werden. Das Schiff arbeitet Tag und Nacht. Die Männer können jederzeit zum Einsatz kommen. Außen- und Wassertemperatur liegen bei 5 Grad Celsius. Bei dieser Kälte lässt man sich lieber nicht von einer Welle ins Meer reißen. Frühmorgens erwartet die Crew eine böse Überraschung. Aus allen Himmelsrichtungen tauchen viel modernere Schiffe wie lauernde Raubvögel auf, die von der Aussicht auf einen guten Fang angelockt wurden. Schiffe, die keinen Skrupel haben,
der Joseph Roti II ihren Fang vor der Nase wegzufischen. Wir beobachten gerade das Schiff, das von Backbord kommt, ob es fischt oder weiterfährt. Ein 140 Meter langer Holländer. Alain und Lionel auf der Brücke sind angespannt. Heute Nacht waren wir auf der Suche. Wir sind hier gestartet und haben alle Punkte orange markiert, wo wir auf etwas gestoßen sind. Das Schiff hier, die Hashborn, ist uns auf den Fersen. Sie beobachtet unsere Fahrten. Wenn wir im Zickzack-Kurs fahren, bedeutet das Fischbestände. Dann steuern sie dorthin, spüren mit ihrem Sonar Fischwärmer auf und schnappen sie uns weg, bevor wir das Schleppnetz überhaupt auswerfen können. Die machen es sich leicht. Sie suchen selbst nie. Sie verlassen sich voll auf uns. Sie wissen genau, dass wir auf der Suche nach dem blauen Wittling sind, dass wir dafür Quoten haben. Wenn sie uns auf dem AIS sehen, fackeln sie nicht lange. Mit dem AIS-System, dem alle Schiffe angeschlossen sind, kann jeder die Route, die Geschwindigkeit und die Position des anderen verfolgen und sich so Zugang zu Fischbeständen verschaffen. Was an Land unvorstellbar erscheint, gilt im Meer als völlig normal. Eine Art legaler Seeschlachten um den Zugang zu den Rohstoffen. Fischfang ist eine eigene Welt. Wir respektieren uns gegenseitig, aber wenn es darum geht, den Laderaum mit Fisch zu füllen, hört die Freundschaft auf. So ist das eben. Und das ist erst der Anfang. Weitere Schiffe warten außerhalb des Fanggebiets auf ihre Genehmigung, um mit in den Kampf einzusteigen. Wir bewegen uns innerhalb der europäischen Wirtschaftszone. Als Franzosen dürfen wir hier fischen. Die Norweger haben Fangabkommen mit Europa, bisher aber noch keine Genehmigung oder Fangquoten. Deshalb warten sie dort. Norwegen ist doch auch Europa. Ja, aber sie gehören nicht zum gemeinsamen Markt der EU. Sie haben zwar Fischfang und andere Abkommen, zum Fischen braucht man aber Fangquoten und die wurden nicht erteilt. Deshalb warten sie außerhalb der 200-Meilen-Zone, um hineinzukommen. Im Moment warten sie außerhalb? Ja. Wie viele? So an die 10 warten gerade darauf, dass ihnen die EU eine Fanggenehmigung erteilt. Mir ist es nur recht, wenn sie nicht kommen. Seit 1982 hat die Europäische Union eine ausschließliche Wirtschaftszone, kurz AWZ. In diesem Meeresgebiet dürfen nur Mitgliedstaaten Fische fangen und Rohstoffe fördern. Ihre Grenzen verlaufen 200 Meilen, also 370 Kilometer vor der Küste. Im Osten Großbritanniens, innerhalb des dunkelgrün gefärbten Gebiets, liegen die fischreichsten Gewässer Europas, die entsprechend begehrt sind. Aber voilà. It's time. Présent. Okay, on y va, go. Die Joseph Roti II wurde 1970 auf der Danziger Werft in Polen gebaut. Sie ist ein Fabrikschiff. Das heißt, sie ist ein Fischtrawler, der der rauesten See widersteht und gleichzeitig eine schwimmende Fabrik, in der der Fisch direkt verarbeitet wird. Heute ist das Schiff jedoch veraltet. Der Reeder denkt daran, es zu verkaufen. Vielleicht wird es seine letzten Tage in Südamerika verbringen. Bis es aus dem Verkehr gezogen wird, stößt es nun aber noch auf einen neuen Fischschwarm. An Deck kommt Bewegung in die Crew. In wenigen Minuten ist sie bereit. Bei jedem Wetter, wenn das Schleppnetz ins Wasser gelassen oder eingeholt werden muss, unterstehen die Matrosen nur dem Befehl eines Mannes, Joachim Calmaria, dem Bosco. Die Deckmanöver sind seine Sache. Jeden Tag beobachte ich, was an Deck passiert. Die Pumpe, die Fische, den Kran. Die Manöver. Man muss die Pumpe anstellen. Jeden Tag ist es das Gleiche. Jeden Tag muss man aufpassen. Ein Seil kann reißen. Man muss die Augen überall haben. Immer wieder von Neuem. Joachim war schon auf allen Weltmeeren. Er hat sich Schritt für Schritt zum geachteten Seemann hochgearbeitet. Seit 22 Jahren bin ich an Bord dieses Schiffs. Ich habe mir ein Knie ruiniert, bin ausgerutscht und habe mir die Rippen gebrochen.
So ist der Job. Unter Joachim arbeitet eine internationale Crew von erfahrenen Seeleuten an Deck. Manche von ihnen sind seit über 20 Jahren an Bord. Das in Saint-Malo beladene Schiff bezahlt nach französischen Konditionen. Ohne Fang gibt es den Mindestlohn. Mit Fang werden die Löhne interessant. Das ist noch ein Erbe aus den Freibeuterzeiten, wo man sich die Beute danach aufteilte. Birama ist Senegalese. Wir sprechen Spanisch miteinander. Als er kam, habe ich ihm die Manöver erklärt. Ich habe ihm gesagt, du musst an diesem Seil ziehen. Wenn wir das Netz auswerfen, wickelst du das Seil auf die Winde. Es ist kein Problem, einfach zuhören. Und bei Darius pfeifst du? Ich pfeife, gestikuliere oder gebe Zeichen. Wie machst du es mit den Polen? Ich pfeife. Komm her. Schau mich an. Während der Manöver müssen immer alle auf mich achten. Wir Leute an Deck sind alle befreundet. Hier schimpft keiner oder regt sich auf. Sich aufzuregen ist nicht gut. Einer der Seeleute ist Romain, ein 30-jähriger Franzose, der beschlossen hat, auf große Fahrt zu gehen. Ich bin am Meer aufgewachsen. Ich lebte in Le Havre, in der Normandie, und sehnte mich danach, zur See zu fahren. Ich hielt schon immer gerne meine Füße ins Wasser und wollte immer weg. Gab es in deiner Familie keine Seeleute? Nein. Du bist der Erste? Genau. Hier zu arbeiten macht mir nichts aus. Mir gefällt das Körperliche. Es ist anstrengend und sportlich. Außerdem ist man lange auf See unterwegs. Auch wenn man nicht vom Schiff weg kann, fühle ich mich frei. Hast du Familie? Nein, weder Frau noch Kinder. Ich muss nur an mich denken. Eine bewusste Entscheidung? Bewusst eher nicht, aber so habe ich mehr Zeit auf See und berufliche Freiheiten. Ich muss an niemanden denken, außer an meine Eltern und Freunde. Aber es ist andererseits auch Schicksal. Wenn du 8 bis 10 Monate im Jahr auf See verbringst, ist es nicht leicht, jemanden zu finden. Hattest du Freundinnen? Klar. Ist das schwierig? Das Problem ist die Zeit. Wenn du so lange unterwegs bist, hält das nie. Man findet kaum ein Mädchen, das bereit ist, so lange zu warten. Ein Gefühl von Freiheit, der Verzicht auf den Komfort an Land und teilweise extreme Bedingungen mit endlos langen Arbeitszeiten. So sieht das Leben der Leute auf einem Fischtrawler aus. Die Joseph Roti II fischt nach dem blauen Wittling, einem Wanderfisch, der in 400 bis 1000 Metern Tiefe lebt. In der Fabrik unter Deck arbeiten 20 Arbeiter und Seeleute bei einem Höllenlärm am Fließband. Der Wellengang ist hier unten fast so stark zu spüren wie draußen. Manche von ihnen sehen 1,5 Monate lang kein Tageslicht. Der Fisch wird direkt nach dem Fang verarbeitet. Wenn es an Deck ruhig ist, steht auch Romain an der Maschine. Der Fisch kommt hier an. Erst wird der Kopf abgetrennt, dann der Schwanz. Das bleibt übrig. Danach wird der Fisch hier ausgenommen. Man trennt den Bauch des Fisches auf und entfernt die Innereien. Dann wird der Fisch filetiert. Das ist Filet ohne Gräten und Haut. Das bildet die Basis für Surimi. Keine Gräten, kein Fisch, keine Abfälle, nur Fleisch. In der Fischerei gibt es wie überall sonst alle möglichen Berufe. Die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Niemand denkt beim Kauf von Surimi im Supermarkt an die Kämpfe auf See, an die vielen Arbeitsschritte, an die Abenteuer, die Gefahren und die mechanische Verarbeitung in der Produktion. Die Fischfilets laufen über das Fließband in den Fleischwolf. Dabei werden Verunreinigungen wie restliche Gräten entfernt.
Das Fischfleisch kommt dann hier heraus. Dann kommt es in einen sogenannten Separator. Dort wird der Fischbrei zweimal gespült. Danach wird die Flüssigkeit entfernt. Hier werden die Surimi als 10-Kilo-Platten verpackt. Sie werden sofort tiefgefroren. Sie werden bei gut minus 30 Grad in 2 bis 2,5 Stunden tiefgefroren. Später werden sie an Land zu Surimi-Stäbchen weiterverarbeitet. Wer dachte, Surimi würde nur aus Gräten und Innereien bestehen, der bekommt von den Seeleuten zu hören, dass es ziemlich blöd wäre, sich für Fischabfälle 40 Tage lang durchschütteln zu lassen. Die Fabrik an Bord der Joseph Roti II ist zwar keine Sterneküche, aber sie ernährt diese Männer. Sie arbeiten beinahe wie in einem Straflager. Man schwankt die ganze Zeit hin und her. Das tut einem hinten weh. Der Boden schlingert so. Das geht in die Waden. Es ist sehr anstrengend, so zu arbeiten, vor allem für den Rücken. Man muss sich immer ausbalancieren. Das ist nicht gut für den Rücken. Wie überall in der Lebensmittelproduktion sind Kontrollen Pflicht. Einmal pro Stunde entnimmt Michau Proben, die er anschließend in seinem Labor untersucht. Michał Szadowski ist einer von 12 Polen an Bord. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters, der vor ihm hier arbeitete. Früher gab es in Polen viele Schiffe wie dieses. Vor 20 Jahren gab es Reedereien, die Fabrikschiffe mit einer Crew dieser Größe hatten, also mit 50, 60 Leuten an Bord. Ich habe vorher schon auf anderen Schiffen gearbeitet, auf Fracht- und Containerschiffen. Mein Vater meinte, ich solle auf der Joseph Roti anfangen. Das Geld würde stimmen und der Job wäre okay. Und im Sommer und an Weihnachten wäre man zu Hause. Das ist für uns und die Familie gut. Er meinte, es würden Leute gesucht, weil viele in Ruhestand gingen. Man würde Leute brauchen. Also schickte ich meine Bewerbung ab und wurde genommen. Auf der ersten Fahrt arbeitete ich an Deck. Danach ging ich in die Fabrik. Da war ich 7 Jahre lang. Nach einem Jahr war ich Vorarbeiter in der Surimi-Produktion. Und seit letztem Jahr bin ich hier im Labor. Das Schiff ist ziemlich alt. Ist das kein Problem? Es ist ein gutes Schiff, weil es aus Polen stammt. Nein, ich mache nur Spaß. Noch eine Etage tiefer liegt der Laderaum. Pro Fangfahrt braucht es 850 Tonnen Fischfilet, um ihn zu füllen. Sie werden per Hand bei minus 22 Grad in 20 Kilo Kartons verladen. Noch so ein Knochenjob. Ende jeder 6-Stunden-Schicht treffen sich die Männer erschöpft im Umkleideraum. Hier kommen viele Geschichten zusammen. Der Umkleideraum hat in 50 Jahren schon viele gesehen. Da sind zum Beispiel Jacot und Jean-Yves, die in Neufundland anfingen. Faustino und Manuel sind Sohn und Enkel einer Fischerfamilie. Ihre Lieben warten auf sie in Portugal. Birama ist ein Catch-Champion aus dem Senegal. Adam muss die Hochzeit seiner Tochter in Polen bezahlen. Und Sylvain hatte mit 20 Jahren einen schweren Mofa-Unfall.
Die Ruhezeit muss zum Waschen, Essen und Schlafen reichen, bevor es weitergeht. Das Essen wird für Gespräche genutzt. Und obwohl sie sonst in gemischten Teams arbeiten, bleiben Portugiesen, Polen, Franzosen und Senegalesen diesmal unter sich. Auch Michau verbringt die Pause mit seinen Landsleuten. Wir mögen die Arbeit auf See. Wir arbeiten schon so viele Jahre hier, dass es sicher nicht leicht wäre, einer normalen Arbeit an Land mit 8 Stunden pro Tag nachzugehen und dann abends heimzukommen. Keine Ahnung, ich habe das nie ausprobiert. Und was passiert, wenn das Schiff verkauft wird? Dann muss die Firma ein neues kaufen und wir fischen weiter und produzieren Surimi. Sie brauchen ja ein neues Schiff. Sie müssen genauso Geld verdienen wie wir. Und falls die Firma kein Schiff kauft, heuere ich woanders an. Es gibt ja viele Schiffe wie dieses. Solange es geht, wollen sie auf See bleiben. Dem Meer sind die Seeleute treuer als ihren Schiffen. Als Polen 2004 der EU beitrat und den Niedergang der Werften und der polnischen Schifffahrt erlebte, mussten die polnischen Fischer im Ausland anheuern. Es werden immer spezialisiertere Mechaniker gesucht, die die Maschinen zum Zerkleinern der Fische reparieren können. Egal ob in Polen, Argentinien oder Russland. Wir können bis 70 oder länger arbeiten. Ich arbeite seit 40 Jahren auf See und habe mich an diesen Job gewöhnt. Teilweise war ich ein ganzes Jahr lang nicht in Polen. Ähnlich wie bei den Polen fielen auch viele Portugiesen dem Abbau der Schifffahrt durch europäische Abkommen zum Opfer. Und auch ihr Know-how ist gefragt. Wir waren schon immer Fischer, seit unserer Geburt. Unsere Väter waren Fischer und wir machen es genauso. Wir sind weltweit die Besten im Fischfang, ganz einfach. Ich sag's dir, im Fischen sind wir Weltspitze. Wir haben 1998 hier angefangen. Du warst schon da, Manuel. Ihr wart zu viert oder fünft? Ja, zu fünft. In dem Jahr, nachdem ich kam, waren wir jedenfalls 18 Portugiesen an Bord. Später stellten wir fast die Hälfte der Crew. Wieso? Keine Ahnung. Vielleicht, weil die Franzosen nicht hier arbeiten wollen. Weißt du, wir sind die harte Arbeit beim Fischen gewöhnt. Aber die jungen Franzosen wollen nicht mehr fischen gehen. Das ist ihnen zu hart. Ja, sie fahren einmal mit und hauen dann wieder ab. Sie kommen zu viert oder fünft und wenn wir wieder einlaufen, gehen fast alle von Bord. Vielleicht bleibt einer dabei, aber die taugen auch nicht viel. Sie verstehen nichts von dem Job. Weißt du, wir haben mit 10 mit der Schule aufgehört. Ich bin mit 11 Jahren schon arbeiten gegangen. Ich war mit 11 schon in der Fischerei und habe erst mit 54 wieder die Schulbank gedrückt, um einen Sicherheitskurs zu machen. Diese Leute gehen aufs Gymnasium, studieren und besuchen die Fischereihochschule. Erst dann fangen sie an zu arbeiten. Und da wollen sie natürlich die guten Jobs haben. Ich war nie auf irgendeiner Schule. Ich arbeite, seit ich 9 Jahre alt bin. Wie alt bist du jetzt? 59. Ich arbeite seit 50 Jahren. Manches darf man diese Männer, die schon immer auf See waren, nicht fragen. Zum Beispiel, wie es um die Fischbestände steht. Wird es auf See immer Arbeit für die Fischer geben? Ist es zum Beispiel denkbar, dass es irgendwann keine Fische mehr im Ozean gibt?
Das ist gar nicht möglich, was du sagst. Hast du gesehen, wie groß das Meer ist? Das ist unmöglich. Wenn man nicht vor Neufundland fischt, geht man eben nach Irland. Wenn es da nichts gibt, geht man nach Island. Oder man geht nach Brasilien. Es wird im Meer immer Fische geben. Der Ozean ist riesig. Es kann gar nicht sein, dass es irgendwann keinen Fisch mehr gibt. Unmöglich. Das Meer ist so groß. Kannst du dir vorstellen, dass es keinen Kabeljau mehr gibt? Die Fische können nicht aussterben. Das ist unmöglich. Wenn die Fische aussterben, stirbt die ganze Welt mit aus. Dann ist es vorbei. Das geht gar nicht. Auf so eine Idee kommt doch kein Mensch. Ich habe im Senegal und in Mauretanien gearbeitet. Da gibt es überall Fisch. Alle Arten von Hummer oder Tintenfischen. Da ist alles voll davon. Das Meer ist groß und es wird immer Fische geben. Das erzählt Joachim wohl eigentlich nicht mir, sondern eher sich selbst. Männer, die die Fischbestände und die Ozeane für unerschöpflich halten, kann man nicht fragen, ob es nicht riskant ist, immer mehr Wildbestände aufzubrauchen. Und gerade eben während unserer Gespräche hier hat die Flotte norwegischer Schiffe, die außerhalb der europäischen Gewässer auf ihre Fanggenehmigung wartete, ihre Zusage erhalten. Die Neuankömmlinge legen einen spektakulären Auftritt hin. Sie arbeiten perfekt zusammen. Sobald ein Fischschwarm geortet ist, werfen alle Schiffe der Flotte ihre Netze aus und lassen niemanden mehr ran, bis der letzte Fisch gefangen ist. Alain auf der Brücke ärgert das. Ich kann nirgendwo hin, weil er hinter mir ist. Mal habe ich sie Backbord, mal Steuerbord. Das Mistding ist schneller als wir. Ich habe die Maschinen gestoppt. Da kommen wir erst später dran, wenn er genug hat. Dieser Dreckskerl, der Bastard. Wie im Radsport oder bei einem Verkehrsstau entbrennt auf dem Meer ein erbitterter Kampf, von dem niemand etwas ahnt. Sie kreisen wie auf einer Rennbahn und wir kommen nicht durch. Es fahren zu viele in die gleiche Richtung. Wir würden gern da entlang, aber das geht nicht. Alle 2 Meilen kommt ein Schiff. Es gibt noch mehr Überraschungen. Sie verarbeiten den Fisch ganz anders als wir. Sie machen daraus Fischmehl. Sie packen die Fische in Tanks. An Land laden sie sie ab und packen sie für die Fabriken um. Wir dagegen nehmen den ganzen Fisch und verarbeiten ihn zu Fischbrei. Das ist etwas ganz anderes. Die Seeleute nennen sie Pumper. Noch nie durfte jemand an Bord dieser Schiffe gehen und dort filmen. Hunderttausende Tonnen Wildfische saugen sie mit Pumpen vom Meeresgrund hoch, um damit andere Fische zu füttern, in Aquakulturen. Da läuft wohl was schief in der Hochseefischerei. Vielleicht erzähle ich jetzt Quatsch, aber ich glaube, 40% der gefangenen Wittlinge gehen als Fischmehl in die Aquakultur. Und du findest das schräg? Schon. Es gibt sicher andere Verwendungen als Fischmehl. Sie fangen Fische als Nahrung für Fische. Aber es ist erlaubt, ich habe das nicht zu entscheiden. Zu allem Überfluss schlägt dann noch das Wetter um. Von Westen her zieht ein gewaltiger Sturm auf. Ein weiteres Hindernis, wie es gegen Ende des Winters hier im Nordatlantik oft vorkommt. Ein Hindernis nach dem nächsten. Trotzdem wollen die Männer fischen, egal wie das Meer aussieht. Sie starten einen letzten Versuch.
Jetzt muss man richtig aufpassen. Das Netz hebt sich ständig. Und wenn du drunter durchrutscht, machst du eine Bauchlandung. Oder ein Tauende schlägt dir ins Gesicht. Es kann auch viel Wasser an Deck schwappen. Und am Ende steht es 1,20 Meter hoch. Da muss man richtig aufpassen und wirklich sehr auf der Hut sein. An Deck ist höchste Vorsicht geboten. Nicht selten passieren Unfälle. Oh, 70, 80, 85 Knoten Windstärke, fast 160 Stundenkilometer. Haushohe Wellen, ein Orkan. An Land reißt er Dächer runter und Bäume um. Weit draußen auf See macht die Joseph Roti 2 alle Schotten dicht, sichert ihre Geräte und die Männer halten sich in ihren Kojen fest. Bald wird sich der Sturm legen, hoffentlich. Es bleiben noch 10 Tage Zeit, um den Laderaum zu füllen. Dann geht der Proviant aus.